Ich melde mich heute das erste Mal aus meinem neuen Studio. Euch erwartet eine kompakte Ausgabe. Unter anderem hat die NASA beschlossen, einen weiteren Wettbewerb zu starten. Worum es sich dabei genau handelt, schauen wir uns heute an. Dann gibt es noch News aus China, Boca Chica und Österreich. Denn ab dem 29. September bin ich auf der SpaceTech-Sonderausstellung der Grazer Herbstmesse. Mehr dazu am Ende der Ausgabe. Wenn dir meine Raumfahrtnachrichten gefallen, dann freue ich mich, wenn du Marschroniken abonnierst und dem Video einen Daumen hoch dalässt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Wenn dir das nicht reicht und du mich mehr unterstützen willst, dann freue ich mich auch, wenn du den Kanal mit einer YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützt, damit ich den Kanal immer professioneller gestalten kann. Alle Links in der Videobeschreibung unten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Marschroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Fünf Monate nachdem die NASA aus einer Zwickmühle heraus SpaceX als den einzigen Gewinner des Human Landing Systems, also dem Artemis-Landesystem für Menschen auf dem Mond, gekürt hat, verteilt sie Mitte September weitere 146 Millionen US-Dollar. Dynetics erhält mit rund 41 Millionen US-Dollar den größten Teil des Kuchens. Interessanterweise ist hier nicht mehr die Rede vom National Team. Dieses Mal treten die folgenden drei Bewerber getrennt an. Lockheed Martin und Northrop Grumman sacken jeweils rund 35 Millionen und Blue Origin nur rund 25 Millionen US-Dollar ein. SpaceX ist auch nicht leer ausgegangen. Beim letzten Wettbewerb hatte SpaceX die vollen 2,89 Milliarden US-Dollar über 5 Jahre abgesandt. Dieses Mal wurden ihnen rund 9 Millionen US-Dollar zuteil. Dieser Wettbewerb ist ein Weg der NASA, um doch noch einige Milliarden vom US-Kongress für zukünftige Mondlandefähren zu bekommen. Denn beim letzten Mal hatte der Kongress nur ein Viertel dessen freigegeben, worum die NASA gebeten hatte. Hätten sie ihr gewünschtes Budget erhalten, hätten sie vermutlich gleich einen zweiten Sieger bestimmt. Für eine nachhaltige Zukunft im All reicht es leider nicht, wenn nur SpaceX daran arbeitet. Wer meine Videos schon länger schaut, weiß, dass ich ein großer SpaceX-Fan bin. Aber ich bin auch der Meinung, dass SpaceX unbedingt Konkurrenz braucht. Denn die Gefahr besteht, dass SpaceX eine Monopolstellung aufbaut. Dann haben wir erst wieder den Salat. Es ist mit Sicherheit nicht SpaceXs Ziel, Monopolist zu werden. Aber Elon wird nicht immer da sein, um den Kurs zu korrigieren. Deswegen müssen wir jetzt schon daran arbeiten, dass wir mehr als nur einen verlässlichen Anbieter für leistbare bemannte Raumfahrt haben. Das National Team, zu dem auch Blue Origin gehört, hat mit Dynetics beim US-Bundesrechnungshof Beschwerde gegen das Ergebnis des letzten Wettbewerbs eingelegt. Die Beschwerde wurde abgewiesen. Seither hat Blue Origin eine Klage beim US-Bundesverwaltungsgericht gegen die NASA eingebracht. Das ist wie seine eigene Mama zu verklagen. Aber jeder soll machen, was er für richtig hält. Solange diese Klage noch nicht abgehandelt ist, wird das National Team noch weiter kooperieren. Sollte die Klage abgewiesen werden, werden die vier Player, Blue Origin, Northrop Grumman, Lockheed Martin und Draper, ihre eigenen Wege gehen. Ich weiß leider nicht, ob Draper in diesem Fall auch Ambitionen pflegte, eine Mondlandefähre zu bauen. Die Gewinner des neuen Wettbewerbs haben 15 Monate Zeit, um ihre Systeme zu demonstrieren. Danach werden vermutlich erst einmal mehr Gelder verteilt, damit es weitergehen kann. Ich werde euch über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden halten. Werfen wir mal einen Blick auf China. Nachdem die drei Taikonauten am 17. Juni die Erde auf einer langen Marsch 2F verlassen hatten, sind sie am 17. September nach 90 Tagen auf der brandneuen chinesischen Raumstation Tiangong sicher in der Gobi-Wüste mit ihrer Crew-Kapsel Shenzhou 12 gelandet. Die Tiangong besteht im Moment nur aus dem Tianhe-Kernmodul. Darin haben sich die drei Taikonauten auch die meiste Zeit aufgehalten. Aber sie haben auch stundenlange Weltraumspaziergänge durchgeführt. Ihre Station ist schließlich noch neu und es ist viel zu tun. Das Modul ist mit allem ausgestattet, was sie für diesen Aufenthalt im Orbit benötigten. Eine Fitness- bzw. Sportecke, Schlafgemächer und wissenschaftliche Experimente.
Es wurden alle Systeme auf Herz und Nieren geprüft, bevor im Mai oder Juni 2022 das nächste Modul, das Ventian-Labor, hochgeschossen wird. China hat nicht zuletzt auch deswegen eine eigene Raumstation entwickelt, weil sie bei der ISS ausgeschlossen wurden. Die Vereinigten Staaten möchten in diesem Bereich nicht mit China spielen. Wir werden sicher bald mehr von China hören. Schauen wir nach Boca Chica, wo sich die Ereignisse überschlagen. Ich werde heute nicht alles abdecken, sondern nur meine Highlights. Booster 4 wurde vom orbitalen Teststand heruntergenommen. Schaut euch mal diesen wunderbaren Anblick von 29 Raptor-Triebwerken an. Und besonders interessant sind auch diese Stellen. Das sieht aus wie die Stellen, an denen der Booster den orbitalen Starttisch berührt. B4 wurde auf einen Transportstand gestellt und auf dem Testgelände ein wenig bewegt. Hat sich sozusagen die Beine vertreten. Was denkst du, dass sie damit jetzt vorhaben? Währenddessen wurden diese zwei Tanks angeliefert. Die beiden Tanks stehen nun beim Eingang zum Testgelände. Weißt du, wofür sie diese zusätzlichen Tanks verwenden werden? Schreib es mir in die Kommentare. S21s Nasenspitze hat bereits die ersten Hitzeschutzkacheln bekommen. Und B5 nimmt im Hochschutz auch immer mehr Form an. Und viel früher als ich gedacht hätte, haben sie mit den Tests von S20 auf dem Teststand B begonnen. Es waren hydraulische Pressen unter dem Schiff angebracht, um den Schub der Raptor-Triebwerke zu simulieren. Bei den Tests bei Raumtemperatur machten sich einige Hitzeschutzkacheln selbstständig und flogen davon. Anscheinend haben die Navigationsdüsen diesen Vorfall ausgelöst. Es dürfte aber keinen großen Schaden angerichtet haben, denn kurz darauf ging es schon weiter mit den kryogenen Tests. Und das alles in kürzester Zeit. Aber für heute mal genug von Boca Chica. Ich wurde eingeladen, im Vorfeld der Grazer Herbstmesse die SpaceTech Sonderausstellung zu besuchen. Die Messe findet vom 30. September bis 4. Oktober statt. Ich darf schon im Vorfeld schnuppern und werde euch berichten, was ich dort alles entdeckt habe. Nach der Messe melde ich mich wieder mit einer ausführlicheren Ausgabe. So, und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Danke euch! Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. WADA möchte sich mehr mit diesem Nischenthema befassen, da sie Raumfahrt auch als ein sehr wichtiges Thema empfinden. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den Themen Lifestyle, Technik, Musik und vieles mehr. Es gibt laufend Gutscheine, Gewinnspiele und zahlreiche andere coole Beiträge. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.